Leute, ein Auto haben wir noch. Wir schauen uns das Ding mal an. Das wäre sowas reif für den Export. Und zwar geht das Ding ins Ausland und wir schauen mal, warum der ins Ausland geht, beziehungsweise was das Ausland da so bekommt. Ich hoffe mal, dass der das ist. Ja, der ist das. Ein Audi. So. Was ein... Guck mal, was das für eine Kiste ist. Also, das Auto geht in den Export. Warte, ich mache mal irgendwie leiser hier. Fehlt hier alles. Hier blinkt auch alles. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns das Ding ganz einfach mal an. Also das Auto ist verkauft. Ihr hattet das ja bei dem Caddy-Video. Boah, das geht mir auf den Zeiger. Ihr hattet mir das ja bei dem Caddy-Video schon drunter geschrieben, dass die Kiste reif für Rumänien wäre. Und ich glaube, so ein Hobel ist das hier auch. Aber wir gucken jetzt noch mal rein. Wir müssen so ein bisschen reinfahren, weil also Fenster gehen hier nicht. Komm mal runter. Aber im Export laufen solche Kisten ja ewig. Ich sag mal, wenn du sowas in Deutschland natürlich verkaufen willst, da kommt jeder an mit Garantie und Gewährleistung und Sachmangel und Pipapo. Und ja, das ist auch alles richtig, dass es das so gibt. Nur diese Hütte hier jetzt hat jetzt 254.000. Und ganz ehrlich, bei 254.000 kannst du keinem mehr irgendetwas garantieren. Das ist immer ein Lottospiel. Das ist einfach so. 254.000 können auf Langstrecke zusammengekommen sein. Die können also auch auf, keine Ahnung, auf 1000 verschiedenen Wegen zusammengekommen sein. Und es ist immer was kaputt ab einem gewissen Alter. Aber wir schauen hier ganz einfach mal rein, damit ihr mal so einen Überblick bekommt, was das hier für ein Hobel ist. Also für Deutschland ist das Ding nichts mehr. Das Ding geht ohne Sachmangelhaftung, Gewährleistung, Garantie und was es da eben alles so gibt, ganz weit weg. Ja, aber wir gucken uns das Ding trotzdem mal an. So Leute, ich habe euch jetzt mal eben umgestellt. Ja, das ist das Ding. Ja, 2 Liter TDI. Nächster Wechsel, oh guck mal, bei 192 hat er eine Zahnriemen gekriegt. Nächster Wechsel wäre bei 300.000. So sieht das Ding aus. 918 Service bei 246.000. Jetzt hat er 252, 5.30. Gucken wir uns das Ding mal an. Ja, also ist natürlich klar, ne? Die Diskussionen in Deutschland sind bekannt. Da ist natürlich dann auch irgendwann mal gut. Also kommt so ein Ding dann auch weg. Aber ansonsten, ich glaube, da sind viele Leute dankbar, wenn sie so ein Auto noch hätten. Ja, Automatik. Ja, aber das Fenster ging ja jetzt gerade schon nicht runter. Das heißt, wir gucken auf jeden Fall gleich mal rein, was da alles so drin ist, vollgekritzelt ist. Ja, gut, die Sitze, die sehen natürlich auch ein bisschen runtergerockt aus, aber warum willst du sowas auch sauber machen, ne? Wenn sowas nicht mehr für den deutschen Markt ist. Ja, und wenn du sowas dann wirklich versuchst, in Deutschland loszuwerden, das wird natürlich dann schon immer heavy, ne? Weil ich sag mal, alles das, was wirklich dran wäre oder was jetzt eigentlich Zeit wäre, kaputt zu gehen, ist einfach sündhaft teuer. Ja. Und ich glaube, dass die Motoren eben auch lange halten. In dem Fall jetzt der 254.000 ist für ein TDI eigentlich nichts. Aber die Leute sind natürlich vorgebrandet und dann geben die solche Autos ab. Ne? Und ganz ehrlich, es ist keine Schönheit mehr, ne? Wenn du da jetzt ein bisschen Zeit investierst und da richtig Putzemann machst. Aber wir gucken uns das Ding jetzt einfach mal technisch an. Motorkontrollleuchte hat gebrannt, Fenster ging nicht runter. Und ja, komm, einfach mal Fehlerspeicher abfragen, mal gucken, was da alles so drin ist. Ja, ich bin jetzt gerade noch mal eben einmal ums Auto gegangen. Also ein paar Sachen muss ich euch noch zeigen. Also wenn man jetzt mal guckt, die Bremsscheibe sieht gar nicht so schlecht aus, aber vorne ist die Bremse hier, ist hier noch, ich sag mal, da sind noch 40% drauf, ne? Aber Reifen sind porös und ich meine ganz ehrlich, wenn du hier was an der Achse hast, ja, was natürlich bei 254.000 auch passieren kann, dann zahlst du richtig Asche. So, das ist natürlich auch sehr, sehr schade, ne? Mal eben einer schön mit dem Schlüssel entlang gegangen. So, dann haben wir
Bremse ist komplett runter. Das Scheiben war so neu. Und auf der Seite ist auch, gucken wir mal eben, 30%. So, ansonsten. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass die Dinger neu waren. Die waren richtig teuer. Ja, und jetzt kannst du dir praktisch überlegen, was du mit so einem Hobel machst. Ne? Gut, ich denke mal, es ist so ein klassisches Abwrackprämien-Auto. Und wenn du dann keine Connections ins Ausland hast, bringt dir das nichts. So, wir gucken aber trotzdem noch einmal runter, bevor wir den Fehlersprecher abfragen. Ab dafür. Ah, ich bin jetzt nicht weit genug vorgefahren, aber hier könnt ihr mal gucken. Sieht das auch ein bisschen undicht aus alles. Ja, ne? Ja, aber ansonsten, ja, wenn ihr euch die Gummilager der Querlenkerbuchse da anschaut, das ist auch nicht mehr das Schönste. Ja, hier die Undichtigkeit. Also es ist schon richtig. Ne? Aber es gibt Leute, die freuen sich darüber, dass sie so ein Auto immer noch halbwegs günstig fahren können. Ja, Motorkontrollleuchte brennt, Service brennt. Ihr habt gesehen, von unten ein bisschen Undichtigkeiten. Mal hören, was das ist. Mit. Umlenkrolle vom Keilrippenriemen. Okay, wir schmeißen VCDS an, ich sag, los geht's. Da musst du ein bisschen aufpassen, das Ding macht so komische Geräusche hier. Aussieht. So, Motorelektronik. Ein Fehler erkannt. Abgasrückführung, Getriebe. Da drin. Keine Fehler. Bremse auch keine. Heizung, Klima. Oh, drei drin. Na komm schon. Stellmotor für Temperaturklappe, Stellmotor für Temperaturklappe rechts, Stellmotor um Umluftklappe. Haben wir auch. Zentrale Elektrik. Auch alles voll gekleistert. Gut, Standlichtbirne links des Peanuts. Airbag, was haben wir denn da drin? Oh, zu weit. Na, komm schon. Crashsensor, Seitenairbag. Wird wahrscheinlich Kabelunterbrechung unterm Sitz sein. Zentrale Elektrik haben wir nichts. Und Schalltafeleinsatz, was ist damit? Ja. Keine drin.
Wegfahrsperre ist auch in Ordnung. So, wir hauen sie alle weg. Yep. Nein. Wir speichern nämlich erst. Speichern. 1, 2, 3. Zurück. Ja. Wieder löschen. So. Ja, also das Ding, glaube ich, da musst du zu viel reinstecken, ihr seht das ja, ne? Vollgeschriebene Fehlerspeicher und die Vorderachse sieht auch nicht mehr so gut aus. Obwohl natürlich 254.000 Kilometer eigentlich nicht eine gigantische Laufleistung ist für so ein Ding. Aber letztendlich so ist das Ding schon verkauft, das Ding wird also hier in Deutschland nicht rumfahren, dann hast du noch Bremse vorne, Bremse hinten. Ja, und wenn du sowas dann auch nicht selber machen kannst, dann ist da doch das Budget sehr gestresst. Okay, gut. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen was machen. Ich denke mir, dass für euch an dieser Stelle Schluss ist. Und mich würde es freuen, wenn ihr mir ein Feedback zu diesem Format geben würdet. Für Karl Graf, der Praktikant. Und dass wir uns regelmäßig hier Autos anschauen. Ihr haut euer Wissen mit unten in die Kommentare. Sagt mir, auf was ich zu achten habe. Helft anderen genauso, wie ich versuche, euch das Videomaterial zur Verfügung zu stellen. Zu sagen, pass auf. Das und das ist dran, das sind meine Erfahrungen, das sind eure Erfahrungen und ich hoffe, dass das was wird. Ja. Gut, ich werde jetzt hier noch ein paar Sachen machen. Für euch ist aber jetzt erstmal Schluss. Ich werde echt mal gucken, was ich da so zusammengeschnitten bekomme. Nur ist hier schon lustig, ne? Also das muss man wirklich sagen, hier kommen auf einmal irgendwelche Leute, die irgendetwas wollen. Aber es ist in Ordnung, das macht richtig Bock. Und vielleicht sieht man mich ja dann hier auch nochmal wieder. Und ich glaube, wir sind mit der Technik schon sehr gut ausgestattet. Wir können hier sicherlich einiges bewirken und es ist immer wichtig, wie jetzt zum Beispiel bei dem Peugeot, du kaufst ein Auto an, kommt einer zu dir und sagt hier, Zündaussetzer auf Zylinder 2. Mhm. Dann denkst du dir, okay, ach komm, kann ja nur die Zündspule sein. Ja, okay, machst du Zündspule, kostet vielleicht einen 100er oder was. Ja, und dann hast du einen Motorschaden. Ne? Also das sind alles so Sachen. Man muss schon immer ein bisschen aufpassen. Ne? Ich meine, auf Gebrauchtwagenhändler wird ja immer viel geschimpft, vielleicht auch zu Recht. Aber auf der anderen Seite, ne, die haben natürlich auch keine Vorgeschichte zu einem Auto. Oftmals wissen die ja nicht, was ist das für ein Auto und warum gibt derjenige sein Auto ab. Ja. Okay, ich würde sagen, das war's in diesem Video. Ich sage wie immer bis dann, danke und tschüss. We'll be right back.